Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Vampire Stone 2 Ancient Blood. Und wir suchen mal eben hier die... Okay, wir sind nicht stark genug, wir könnten es aber schaffen, okay. Sie hat keine Chance. Sieht übel aus. Interessieren schon diese verdammten Soldaten. Der hier lebt eh nicht mehr lange. Bitte, rächt uns. Die Monster erledigen wir. Du machst aber auch wirklich jede Drecksarbeit, was? Du wirst mich nie verstehen, Aska. Das glaube ich gern. Ich kann den echt aussaugen, den Ampere. Damit es ein bisschen schneller geht, oder was, ey. Einmal angestochen, wie so ein Fass. Okay, ich sehe jetzt zwei Gegner. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Status erhalten, also eine Statusrune. Ja, dann nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Ist nur einer, okay. Kriegen wir schon hin, können wir nicht anzünden? Du siehst so pflanzlich aus. Leider nicht. Licht, okay. Müssen wir halt auch mal langsam nach neuen Zaubern gucken. Was das angeht, bin ich noch sehr zurückhaltend. Ich schwange halt die Runen wirklich, ist kein Witz. Okay, wenn wir saugen können, können wir den noch looten. Oder auch nicht. Okay, der Magier macht hier keinen Schaden. Auch wir machen wenig, wenn wir den Schaden so angucken. Kein Blut mehr. Ich blute das hier noch nicht. Ja gut, dann können wir halt nur angreifen und gucken, dass wir es irgendwie schaffen. Ich glaube aber, den Quest verschiebe ich noch, ehrlich gesagt, wenn ich mir den Schaden so angucke. Was meint ihr? Können wir lieber irgendwann nachholen. Wenn wir dann bessere Ausrüstung haben oder so. Ist vergiftet, ne? Sehr gut. Lenz Giftkrallen haben getroffen. Alter, du kriegst aufs Maul da, ne? Ich gebe dir ja blind, dann kann ich ihn angreifen. Schade. Ich muss ja sagen, ich würde auch gerne mal den Krieger mitnehmen. Sehr gut. Schafft das grundsätzlich, aber es würde sich sehr ziehen. Okay, dann machen wir Folgendes jetzt. Ich mache ganz kurz in meine Aufgaben rein. So, wir können, da sind wir ein bisschen zu schwach für. Zeichen der Liebe, Genos kommen wir noch nicht hin. Blutige Morde wäre tatsächlich so mit einer der nächsten Quests, die ich gerne machen würde. Der ist 55, okay, wir sind jetzt 48 oder so. Den können wir gleich mal machen. Da holen wir Kohle für. Da können wir, glaube ich, nicht rein. Oder Schloss Zaras? Ne, Schloss Zaras haben wir noch gar nicht, ne? Pogronom auch nicht. 17 Bruchstück, darin, okay. Okay, okay. Ich möchte aber gerne noch ein, zwei Sachen regeln. Und zwar... Gehen wir einmal direkt hier nach unten in die linke Wüste. Da ist nämlich noch ein Dörfchen, wo wir noch nicht waren. Das können wir dann jetzt mal erkunden. Somit holen wir noch ein bisschen Zeit raus, bis wie unsere Schatzkammer sich füllen kann und so. Ihr kennt das Spiel ja.
Hey, ihr seht aus, als seid ihr auch aus Melsern? Was? Wieso? Wie kommst du darauf? Ah, also nicht. War nur ein Test. Wir haben ein paar Verrückte vor kurzem hier in unser Gefängnis gesteckt. Die glaubten tatsächlich, die Welt wäre explodiert oder sowas. Eindeutig verrückt. Und dabei erwähnten sie immer eine Stadt namens Melsern, die natürlich nicht existiert. Ah, sehr interessant. So, findet ihr? Naja, ich rate euch, haltet euch besser von entfernt, das ist besser. Auf jeden Fall speichern wir jetzt hier erstmal. Kann auch sein, dass wir gleich nochmal speichern. Okay, hier ist wohl nichts. So. Wir haben eine richtig schöne Festung. Ist verschlossen. Aber sieht man selbst Kinder, wenn ihr eingesperrt, ne? Das ist die Frage, kriege ich es hin? Also müssen wir an der Stelle dann erstmal noch hochskillen. Kohle nehmen wir gerne mit. Ein Fluchttrank. Na gut. Ihr denn Verrückten, sprecht bloß nicht mit denen. Die sind wahnsinnig. Warum wurden sie verhaftet? Der Inspektor hat sie südlich von ihr entdeckt. Sie sind ziellos in der Gegend rum. Behaupten, sie kämen aus einer Stadt namens Melsern. Doch es gibt gar keine Städte mit diesem Namen. Nun ja, so dreckig wie sie waren, scheinen sie wohl von diesen Morus-Pilzen abhängig zu sein und sich finanzielle Probleme gebracht zu haben. Tja, Melsern? Nun fang ich auch schon damit an. Es gibt keine Stadt mit diesem Namen. Wenn du meinst... Ich geb's auf. Glaubt doch, was ihr wollt. Ach so, bei uns ist das okay. Na gut, das Problem ist also ganz klar. Die haben ja irgendwelche Probleme mit Melsern. Okay, sehr schön. Erzähl mal was, ja. Ah, werte Kundschaft, ihr seid anscheinend nicht von hier. Oder seid ihr neu bei den Leuten des vom Inspektor? Eigentlich haben wir uns hier nur ein wenig umgeschaut. Na, das macht ja nichts, wollt ihr was trinken? Nein, danke. Schade. Die Geschäfte laufen momentan nicht so gut, seit die Leute des Inspektors länger arbeiten müssen. Aber es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten. Sicher, nur nicht aufgeben. Erzähl mal was hier. Oh, Gesellschaft. Ziemlich leer hier. Ja, das hier ist ja auch nur ein Gefängnis mit ein paar angrenzenden Wohngebäuden und dieser Kneipe hier. Und seit Inspektor Denton uns zu längeren Arbeitszeiten verdonnert hat, ist ja kaum noch was los. Die meisten Wachen sind so müde von der Arbeit, dass sie gleich schlafen gehen. Wem ist der Inspektor Denton eigentlich unterstellt? Dem Clan der Heiligen Krieger? Im Clan? Nein. Wir sind eigentlich niemandem unterstellt. Wir sind quasi eine Gemeinschaft, die sich zusammengetan hat, um Verbrechern dieser Welt den Kampf anzusagen.
wollen eine Welt ohne Mord und Diebstahl. Wir verdienen unser Geld mit den Kautionen, die die Verhafteten bezahlen müssen, um wieder entlassen zu werden. Wer kein Geld hat, schmort halt sein Leben lang bei uns in der Zelle. Ah, so ist das. Danke für die Auskunft. Meldet nur nichts an, sonst sehen wir uns wieder. Was für ein Witz. Ich könnte ihn jetzt hier verwandeln, der hat gar keine Chance. Aber wollen wir nicht. Es juckt einen schon manchmal in den Fingern, so gewisse Leute einfach zu verwandeln, tatsächlich. Entschuldigt, aber ich habe keine Zeit für euch. Ich muss kurzzeitig meinen Mann vertreten, der normalerweise hier in Rüdig als Wache arbeitet, aber nun für ein paar Tage von Inspektor Denton losgeschickt wurde, um die nähere Umgebung nach potenziellen Verbrechern abzusuchen. Ah, schon gut. Dann wollen wir nicht weiter stören. Ist ja auch geil. Jetzt muss die Frau hier unbewaffnet, ohne Schutz, ohne alles hier rumrennen und Wache halten, mitten in der Wüste. Warum ist eigentlich ein Gefängnis mitten in der Wüste? Da braucht man doch viel zu viel Wasser, um auch die Leute am Leben zu halten. Ist das heute wieder ein heißer Tag? Meine Güte, vielleicht hätte ich doch nicht in die Wüste ziehen sollen. Ja, das ist ja nichts Ungewöhnliches, dass in der Wüste heiß ist. Das ist mir auch klar. Ich komme eigentlich aus Yalom, einer Stadt tief im Süden. Sehr tief im Süden, sogar in den Schneegebieten. Und es ist jeden Tag eisig kalt. Und irgendwann hatte ich es satt, jeden Tag zu frieren. Und da hast du dir gleich direkt eine Wüste ausgesucht. Das ist natürlich das eine Extrem, ne? Naja, ich dachte halt, wenn schon, denn schon. Weil es so heiß ist, hätte ich nicht erwartet. Naja, dann wollen wir weiter nicht weiter stören. Aber ihr könnt ruhig mal etwas Sonne ertragen. Oh, wie ich diesen Spruch hasse. Liegt was? Ein Rezept. Freie Sicht, okay. Hier rechts rum. Ich über die Haltung von Gefangenen. Aber die Menschen wissen gar nicht, dass so ein Gefängnis eine perfekte Speisekammer ist. Kampftechniken. Draufhauen und gut, ist meine Lieblingstaktik. Wollt ihr ein Verbrechen melden? Was? Wieso? Ja, weil das hier die Wachstation in Rüdig ist. Ich bin der Inspektor. Denton. Alex Denton. Zu euren Diensten. Ihr verhaftet alle Verbrecher dieser Welt? Alle, die wir erwischen. In letzter Zeit haben wir aber gehäuft arme Irre von der Straße aufgesammelt. Irre Leute? Die Faseln etwas von hellem Licht und Erdverschiebungen. Eindeutig zu viele Pilze. Helles Licht, so. Wo sind sie jetzt? Sie sind im Gefängnis hier in Rönig. Aber besser, ihr haltet euch von denen fern. Sie sind von diesen verdammten Pilzen abhängig. Anders kann ich mir diese merkwürdigen Geschichten von der Veränderung der Welt nicht erklären. Was sind für Pilze? Es handelt sich um die sogenannten Morus-Pilze. Mhm. Sie verursachen Halluzinationen und sind im hohen Maße suchterzeugend. Noch nie davon gehört. Das ist ja so, glaubt es mir. Aber da fällt mir etwas ein. Habt ihr vielleicht Interesse daran, mich bei meinen Ermittlungen zu unterstützen? Natürlich. Sehr gut. Also hört zu. Ich habe einen Hinweis darauf bekommen, dass es in Mirana einen Bäcker gibt, der diese besagten Moruspilze in seine Backwaren verarbeitet. Bisher konnten wir ihn noch nicht überführen, da wir keine Beweise haben. Er scheint auch immer neue Lieferanten zu nutzen, um die Ware zu verteilen, sodass wir nie einen Lieferanten erwischen konnten. Ich möchte, dass ihr euch in der Bäckerei von Mirana umschaut, ob ihr Moruspilze finden könnt. Aber macht es unauffällig, damit der Bäcker keinen Verdacht schöpft. Solltet ihr die Pilze finden, dann kommt sofort wieder her. Erstattet mir Bericht. Ich werde den Bäcker dann mit meinen Männern gefangen nehmen und zu uns ins Gefängnis stecken. Alles klar? Gut, dann mach ich mal die Arbeit. Aber Mirana haben wir, glaube ich, noch nicht frei, oder? Blickst manchmal nicht ganz, ja, das wollte ich jetzt nicht, aber schön, dass wir darüber gesprochen haben. Im Schloss sind gerade 7000 Fehler. Cool. Ne, Mirana ist bei Burg Yola. Da können wir gerade nicht hingehen. Aber das ist eigentlich auch spannend, ne?
Wenn ja, die, also ich verstehe das noch, wenn die, wenn die, wenn die, wenn der Clan in den Schlössern ist, dass die dann auch die Städte verteidigen. Das verstehe ich. Wenn aber die Elras da sind, was machen die denn? Die Elras würden ja nicht einfach im Dorf rumlaufen und alle Leute in Ruhe lassen. Die würden ja eigentlich da alle terrorisieren, oder nicht? Ich meine ja nur. Ich schütte mir was zu trinken ein. Ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich dann wieder. Genau. Puh, wo waren wir denn? Genau, wir hatten hier die Stadt erkundet. Waren jetzt auch schon ganz gut da. Nehmen wir. Oh, hallo Fremde. Was treibt euch nach Rünig? Ach, wir wollten uns mal ein wenig umschauen. Naja, in Rünig gibt es eigentlich nicht viel zu sehen. Im Zentrum liegt das Gefängnis und die Häuser hier sind nur dazu da, um den Wachen in der Familie einen Unterschlupf zu gewähren. Mein Mann arbeitet übrigens auch als Wache, darum bin ich hier. Und wer führt das Gefängnis? Inspektor Alex Denton. Ihr findet ihn im Haus in der nordwestlichen Ecke der Stadt. Danke für die Auskunft, aber natürlich gern geschehen. Betten, alles klar. Hallo, ihr da? Hallo. Wie kommt es, dass du hier so weit draußen in der Wüste wohnst? Oder das hier ist Rünig, ein Gefängnis unter Leitung von Inspektor Denton. Und dieser Inspektor ist mein Mann. Ah, ich verstehe. Dann ist das hier sein Haus. Unser Haus. Aber ich schätze, ihr sprecht lieber mit ihm. Er ist in dem Wachhaus. Danke für den Hinweis. Aber natürlich. So, so, hier steppt dann also der Bär, ja? Spannendes. Hase und Wolf, das Massaker im Wichtelwald. Klingt wenigstens nach einer vernünftigen Kinderliteratur. Okay. Gut, dann werden wir jetzt einmal in Askars Schloss zurückfliegen, weil ich da nämlich, ach nee, wir können vorher noch in den, genau, wir machen folgendes, wir fliegen jetzt einmal rüber in den Wald und geben da den Brief ab an den Karos. Ich erinnere mich sogar, wo der da rumlief, wir haben nämlich, glaube ich, mit dem gesprochen sogar. Dann, haben wir noch andere Botenquests, müssen wir mal in Ruhe gucken, dann machen wir den noch. Das sind die ganzen Botengänge jetzt und so, ne? In der Zeit kann ruhig das Gold da einfach weiter im Schloss gelagert werden. So. Dann werden wir jetzt an der Stelle gleich auch ganz schnell ein bisschen Seelen noch farmen. So, sehr schön. Danke. Ich mag die Musik hier voll gerne. So, ich weiß nicht, ja, das war der hier rechts. Ich glaube, hier rechts war irgendwo einer, ne? Und. Aha! Der meinte Boss. Ich war noch dazu. Okay, war das doch nicht. Ah, da ist er. Was für ein langweiliger Tag, dass wir noch Zeiten damals, dass wir noch viele Aufträge hatten. Alter, willst du mich verarschen? Was denn? Braucht uns hier niemand mehr? Willst du mich verkohlen? Alter, du kämpfst für uns. Hey, du bist doch Karos, oder? Ja, das bin ich. Was kann ich für euch tun? Wir haben einen Brief von deiner Frau Mary. Gott, sie vermisst mich bestimmt unendlich. Gebt ihr mir bitte den Brief. Ja, bitte. Und ob sie mich vermisst, unendlich sogar. Ah, ich denke, es ist an der Zeit, sie endlich mal wieder zu besuchen. Die Liebe geht vor dem Geld. Ich danke euch. Wir haben gern geholfen. Sie schreibt, dass ich euch eine Belohnung geben. Ich habe kaum Geld. Ich glaube, es ist an der Zeit, mein Söldnerdasein aufzugeben. Ich muss mich mehr um Mary kümmern. Ja, das werde ich machen. Hier, nehmt meinen Säbel. Ich habe ihn
bei einem unserer letzten Aufträge von einem Gegner unter den Nagel gerissen. Okay. Ich glaube, er ist magisch. Level ist Damor. Oh yeah! Danke. Nein, ich habe zu danken. Es ist an der Zeit, mein Leben zu verändern. Ich werde nun immer bei Mary sein. Ja, ich packe nur noch meine Sachen. Dann alles Gute für Zukunft. Euch auch. Yeah, Baby. Level 50. Schade. Der Damor-Säbel. Bisschen weniger Angriff, aber kann zweimal angreifen. Das ist halt viel wert. Okay, wir machen jetzt Folgendes, ihr Lieben. Ich werde dann jetzt offscreen schnell hier ein bisschen Seelen noch farmen. Wir sind jetzt im Moment bei 39 Seelen. Das sollte recht schnell gehen. Weil ich ja jetzt nicht mehr zweimal angreifen muss, um den Gegner zu besiegen. Und dann sehen wir uns gleich in Asgards Schloss, wo ein bisschen geskillt wird. Und dann machen wir weiter. Dann werden wir uns mal um ein paar neue Zauber und so kümmern. Wird jetzt ein bisschen mehr. Bis gleich. Beim Training gerade erreicht Asgard Level 51 tatsächlich. Mal gucken, ob die anderen noch nachziehen. So viel fehlt da auch nicht mehr. Aber ich glaube erstmal nicht. Unsere erste Fuhre Seelen ist nämlich gleich fertig. Wir sind bei 91. Das heißt, es sind jetzt noch genau zwei Kämpfe. Und das geht so easy peasy und super schnell. Ich mache eigentlich immer nur den Autokampf und normalerweise zaubern sie auch nicht. Wahrscheinlich macht es jetzt, weil ich aufnehme. Oder nicht, sehr schön. Ja, das ist halt super schnell gefarmte Seele, also ich meine ja nochmal, ne? Bis gleich. So, sehr gut. Dann geht's jetzt einmal zurück in Asgards Schloss. Gespeichert noch löschen. So. Hier ist schon richtig viel Kohle, Freunde. 10.000 Fila, ja, gib her. Ah, fühl mich direkt wohl. Wir können uns einmal heilen. Sehr schön. So. Söldner können wir uns natürlich auch bei eBay anschaffen, wenn wir Bock haben. Jetzt gehen wir erstmal hier gucken. Als erstes mal nach Zaubern. Wir haben lange keine Zauber mehr gehört. So, wenn ich jetzt sage, ich will von jeder Rune eine reindrücken. Bingo! Kriegt man noch eine hinterher? So. Sehr schön, da haben wir schon mal zwei. So, dann haben wir noch hier einmal Blut. 5 Stück, das gibt dann die normale Heilung. Zum Glück geht das System ja einigermaßen. Die Bilder sind klein, die sich drehen, dann funktioniert es wohl irgendwie. Ich kann eigentlich auch noch die hier einmal reindrücken hier. Dann noch einen etwas stärkeren Lichtzauber. Es macht nichts, die Runen, wir besorgen uns später die Position der Schreine und können dann später damit Runen selber herstellen. Dann haben wir da gar nicht so das Problem. Aber wir brauchen jetzt langsam auch mal neue Zauber, das seht ihr selber ein, hoffe ich. So, normale Heilung, einmal für die Elaine. Heiliges Licht für Valnar. Ultima für Valnar und für Elaine. Asuka bleibt bei mir so der Melee-Typ, ne? Sehr schön. Grundschaden 250 an jeden. Heiliges Licht, 170 auf ein Licht, okay. Das ist natürlich richtig gut. Normale Heilung halt 250. Das ist schon eine Menge. Da können wir damit arbeiten. 55 haben wir noch. Also 2 Punkte können wir noch vergeben. Kann man hier schönes Schlösser knacken. Zu geringe Stufe. Ach ja. Da brauchen wir noch ein bisschen. Ich glaube Level 60. Genau. Level 60 ist wichtig. Okay. Dann können wir trotzdem mal gucken, was wir noch haben hier. Magie, Abwehr. Geschlachtung ist besser. Fledermausverwandlung ist auch nicht das Problem. Karten lesen. Auf jeden Fall. Lügen geht noch ein bisschen hoch. Schärfung der Fallen ist auch ziemlich cool. Steuereinnahmen sind schon hoch, genau wie das Klauen. Ich glaube, dann nehme ich das Lügen erstmal. Da können wir nämlich ein bisschen bei den Sidequests noch ein bisschen extra Belohnung rausholen. So.
Ja, mit unserer neuen. Ja, wir sollten aber auch mal neue Ausrüstung kaufen, ne? Die ist langsam auch nicht mehr, wird langsam auch nicht mehr gerecht. Dann gehen wir mal nach Syras. Obwohl, vorher gehen wir noch mal nach zu Stan hier. Ich hätte nur noch die Särge. Okay, die überspringen wir mal. Es gibt nämlich noch andere Särge, die sind dann besser, die lohnen sich dann mehr. Einmal eben zum Waffenladen neue Ausrüstung kaufen, würde ich sagen. Ist jedenfalls nicht verkehrt. So, dann nehmen wir das hier. Die Rüstung ist ja richtig gut. Ich auch die hier. Ja, die kann ich schon mal die Silberrüstung haben auf jeden Fall. Dann kann ich mich verchecken. Du behältst den Säbel des Damor. Tierfängerkrallen, mega Schaden. Die Intelligenz geht hoch, was für seine Zauber super ist. So, kaufen wir noch mal ein bisschen. Den hier zum Beispiel, 1000 Filar, sehr schön. Die brauchen wir auch nicht mehr. Den Magiekiller brauchen wir auch nicht mehr. Stahlrüstung. Oh, er kann die gebrauchen, dann kriegt er die. Obwohl, er kriegt gleich die Silberrüstung von Asgard, ist besser. So, den Stahlstab brauchen wir auch nicht mehr. Cool. Dann kaufen wir noch eine Titanrüstung für Asgard. Er kriegt die Silberrüstung hier. Ja, ist okay, komm. Okidoki. Damit sind wir wenigstens ein bisschen neu ausgestattet. Haben jetzt natürlich dafür diese einmal einen Schwung Geld jetzt ausgegeben für unsere Vampire, aber die brauchen halt auch mal neue Ausrüstung. Was wir jetzt machen, ist, wir gehen nach Ordun. Da wartet nämlich noch ein Quest auf uns. Die Morde. Ihr erinnert euch bestimmt. Das nehmen wir uns als nächstes vor. Und dann muss ich überlegen. Ich glaube, 55 war dann der nächste Schlüssel erst wieder. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt auch fürs nächste Schloss. Warte mal. 55, da können wir mal gucken. Da kriegen wir bestimmt... kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Pilze im Brot, genau. Da müssen wir nach Genos für. Da gehen wir jetzt hin. Das können wir später nochmal versuchen. Das Kreuz der Medusa wollte er, genau. Schloss Zaras. Richtig, Schloss Zaras haben wir noch gar nicht eingenommen. Schloss Zaras ist ja ganz unten rechts. Das ist auch unsere nächste große Mission im Endeffekt, dass wir die letzten Schlösser einnehmen. Damit auch einfach die Kohle, die wir so haben wollen, auch für uns da ist. Das machen wir später. Also den Quest nicht, wir machen den jetzt schon. Aber wir machen die, wir gehen die Gegner später an. Oh! Aber knapp geht's. So. Die sehen noch relativ frisch aus. Ziemlich gründlich abgeknabbert. Hier speichern wir jetzt nochmal. Ich werde ein bisschen mal voll saugen können, aber ist egal. Was ist denn das? Asakrim. Oh, neues Futter für meine Sklaven. Die Werwölfe haben die Bewohner aus Ordun getötet. Ja, sie haben Hunger. Großen Hunger. Wieso ist der Kerl noch am Leben? Warum greifen ihn die Wölfe nicht an? Haha, natürlich, weil ich sie kontrolliere. Wie ist das möglich? Ihr Narren seid so erbärmlich. Ich habe die Macht. Bis vor kurzem war ich noch niemand. Dann fand ich dieses wunderschöne Amulett und plötzlich gehorchten mir diese wilden Kreaturen.
Nun werde ich euch alle vernichten. Und wir hatten so eine Wolf ja auch bei dem Stützpunkt gesehen. Und deswegen habe ich den Quest unter anderem noch nicht gemacht, weil ich nicht weiß, ob das zu den Monstern zählt. Was machen wir jetzt mal den hier? Immer dasselbe Spielchen. Kaum haben die kleinen Kinder mal ein Spielzeug, wollen sie die Welt erobern. Auf sie, zerfleischt ihre Körper! Mal gucken, ob das jetzt gut geht. Oh, der Ball fühlt sich sehr langsam. Okay. Kann man leben. Äh, 320er Rundschaden. Wow. Versuchen wir mal jetzt den Feuersturm. Nice. Okay, wir kriegen die irgendwie nicht zum Bluten. Da müssen wir halt Schaden spammen. Mal gucken, wie lange. Okay, der Schaden hält sich in Grenzen. Alter, die haben ganz schön... Die hauen ja ganz schön raus, ne? Gegenstand. Erstmal was des Lebens. Der Blutenzustand, der ist ja schon etwas ärgerlich, muss ich sagen. Was haben wir denn? Haben wir Blutelixiere? Nur zwei Bluttränke. Warten wir noch kurz. Warten. So. Ultima! Alter, das gibt's ja gar nicht. Die lieben wir immer noch. Das sind schon. Oh. Okay. Kurz warten. Trank der Ewigkeit. Gebe ich ein Heilelixier, oder? Warte mal. Nee, hier. Drei Flaschen habe ich sonst nur. Die hauen jetzt schon Schaden raus. Aber Elaine auch. Ziemlich jetzt Rasen. Raserei erhöht den Schaden beim Angriff. Jawoll. Da kann denen ja nicht mehr viel fehlen. Komm, jetzt grill die endlich. Jawoll! Immer schön weiter. Sehr gut. Jetzt warten wir kurz. Gegenstand. Trank der Ewigkeit. Na, das stimmt ja wieder. Gut, dann warten wir noch mal kurz. Ah, doof. Ich muss vielleicht wirklich warten, bis beide Balken voll sind. Außer Lane killt den jetzt, dann haben wir ein Problem. Aber nicht, alles gut. Ich benutze kein Elixier, sorry.
Knackohr. Ja, aber gut. Gegenstand. Ja, dann bleib halt liegen, ist mir auch egal. Aska könnte vielleicht in der nächsten Runde mal ein Schlafmittel auf Elaine benutzen. Damit die auch mal wieder etwas zur Besinnung kommt hier. Genau, seit so lange sie angreift, ist eigentlich auch egal. Dann machen wir jetzt den hier. Jetzt kriegt er nämlich mehr Schaden, wenn er angegriffen wird. So. Können wir mal gucken? Kommt noch mehr Blut raus? Nice! Na, ist gut. Aska könnte dich jetzt gleich mal eben ein bisschen heilen. Ich will ihn eigentlich da unten nicht verlieren, ne, ehrlich bin, ne? Haben wir noch einen AOE-Heil? Nö. Aber ist okay. Andererseits. Okay. Also ich glaube, wenn jetzt hier nichts Unvorhergesehenes passiert, gewinnen wir den Kampf auch. Gegenstand. So. Schlafmittel. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Wir lassen jetzt Aska den Vampirlord wiederbeleben. Vampirmagier wiederbeleben. So. Die normale Heilung drauf. Nice. Ultima bitte. Na also. Super. 16.000 Erfahrungspunkte, das ist schon eine Menge. 1.000 Filar nehme ich auch gerne. Außerdem 4 schwer verdiente Seelen. Ein Level-Up für unsere Vampire. Na, das war wohl nichts, Bursche. Dein Amulett. Wo hat er das nur her? Ist doch egal. Viel wichtiger ist doch, dass wir uns sicher das zunutze machen können. Amulett des Wolfs erhalten. Ein roter Stein, eine Blutrune, sehr schön. Da hat Aska nicht ganz unrecht, denn jetzt können wir nämlich die Werwölfe zähmen. Ich speichere aber trotzdem mal, weil wir jetzt ja trotzdem einiges hier gemacht haben. Unser Blut ist ziemlich aufgebraucht, das muss ich fairerweise zugeben. Aber es macht ja erstmal nichts. Ich habe Bluttränke noch für Notfall. Gehorche! So ist fein. Und so rekrutieren wir Werwölfe. Unsere Burg. Deswegen habe ich erstmal alles liegen lassen, damit wir hier einfach mal durchlaufen können. Und auf ein neues. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Noch einer. Komm her. Heilflasche, sehr schön. Wir können auch mal dann so einen Werwolf mitnehmen in die Gruppe. Und wir werden ihn Fluffy nennen. So. Trank der Ewigkeit, schön und gut. Dann hätten wir das. Der Quest ist abgeschlossen, meine Lieben. Dann müssen wir in der Stadt aber ein bisschen Blut nuckeln, ganz dringend.
Aber jetzt werden wir erstmal schön den Quest abgeben. Und, konntet ihr da was rausfinden? Ja, wir haben den Täter zur Strecke gebracht. Was, wirklich? Wo war er? Südlich von hier, tief im Wald versteckt. Er hat sie wirklich erledigt. War es ein Mann? Oder ein Monster? Werwolf, eine Horde Monster. Eine ganze Horde gleich. Es hat diese Stadt doch ein Glück, dass ihr hier geholfen habt, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ihr nehmt diese Tränke. Ich schätze, ihr habt die ein oder andere Wunde davon getragen. Drei Heiltränke. Und das hier trug das arme Mädchen bei sich. Als Schutzsymbol hat es ihr anscheinend nichts genützt. Lebensank. Danke. Und hier noch eine kleine finanzielle Anerkennung der Bewohner der Stadt. Eigentlich haben sie mir das gegeben, damit ich diesen Fall löse, aber ich schätze, ihr habt das Geld eher verdient. 5000 Filar. Na schön. Dann kann ich mich jetzt darum kümmern, diese Leiche vorzuschaffen. Zack, nochmal 4 Level-Ups. Sehr schön. Unser Blutpegel ist leicht im Keller. Na komm. Wenn du dich etwas schwindelig fühlst, mach mal ein Päuschen. Sehr gut. Alles wieder voll. So, können wir speichern wieder, würde ich sagen. So, wieder 4 Level-Ups gewesen, ne? Wir brauchen jetzt auch dringend mal noch anderes Zeug. Wir müssen Heilmittel kaufen und so. Das geht ja so nicht weiter. Kann man anbieten hier. Das machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt rüber in Askars Schloss. Und... ja, und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Aber vorher würde ich eigentlich ganz gerne wieder Seelen sammeln gehen. Dann gehen wir zum gespeicherten Ort zurück. Und das mache ich dann offscreen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.